Seid gegrüßt, liebe Serienjunkies. Im zweiten Teil unserer Interviewreihe zur neuen Join-Originalserie Check Check entführen wir euch nun ein weiteres Mal auf den roten Teppich der Premierenfeier in Berlin und servieren euch jetzt exklusiv die Interviews mit Sarah Fazilat alias Samira, Kailas Mahadevan alias Ertu und Petra Kleinert alias Ingrid. Ertu ist eigentlich ein gutherziger, netter, junger Typ. Und ist eigentlich so ein Buddy-Typ, also mit dem kannst du am Wochenende abhängen, Playstation daddeln und hast eine gute Zeit. Ehrliche Haut, cooler Typ. Macht, was er macht. So. Hat sehr viel Spaß gemacht. Samira ist schon eine selbstbewusste Frau, die auch weiß, was sie will und sich auch ein bisschen manchmal hinter bestimmten Sachen versteckt und damit kokettiert. Und das hat mir total Spaß gemacht, das zu machen. Auch Sachen, die man vielleicht privat nicht machen würde. Ich glaube, sie ist fast sogar mutiger, als ich es privat wäre. Harald hat eine ganz kurze Lunte. Und die Werte, Harald steht auf Ehrlichkeit, Gerechtigkeit, Wahrheit und das Gute im Menschen. Dass er da manchmal ein bisschen sich verrückt, das ist ein bisschen schade für ihn. Aber eigentlich wäre Harald der nächste Präsident. Also Ingrid ist sehr schlicht. Also eine arme Socke, das sind sie, glaube ich, alle da so ein bisschen im Team in dieser ganzen Geschichte. Das macht vielleicht auch den Reiz aus. Ingrid ist ein bisschen wie Dory in Findet Nemo. Die versteht viele Dinge tatsächlich nicht und vergisst auch ganz schnell. Also das ist so, das war der Reiz, jemanden zu spielen, der herzensgut ist, teilweise auch eine Drama-Queen. Also zwar immer sagt, ich will nicht auffallen, aber doch irgendwie sehr, sehr viel Raum dann für sich benötigt. Aber die nicht so, wirklich nicht so schnell ist, sondern eher ein sehr, sehr langsamer Mensch ist, aber die ich sehr mochte. Ein weiteres Thema in der Serie ist ja auch Demenz. Hast du jetzt schon vor der Serie auch schon mal Erfahrung damit leider dann sammeln können, muss man ja sagen? Nee, mit dem Thema selber habe ich zum Glück noch keine Erfahrung gemacht, also weder in der Familie noch im Freundeskreis. Ich finde es aber, das sind die stärksten Szenen fast in der Serie, also für mich selber. Also ich finde die sehr rührend und die gehen mir auch sehr nah und ich finde die Beziehung zwischen Jan und seinem Vater echt interessant. Also das gucke ich sehr, sehr gerne und finde es aber auch toll, dann, wenn der Joke Relief dann kommt, ne, mit den Chaoten am Flughafen und das ist halt mal geil und spannend, was machen die jetzt als nächstes oder jetzt bauen die wieder Scheiße oder so. Und das ist ganz gut für die Seele, also die Mischung, ne? Weil es gibt ja auch diesen Spruch, der Optimist lacht, um zu vergessen und der Pessimist vergisst zu lachen. Ne? Und deswegen ist da die Mischung aus Tragik und Humor, finde ich, Knaller. Was ist denn das für eine Beziehung zwischen Udo und Ingrid? So, also was empfindet Ingrid vielleicht für Udo? Vielleicht ein bisschen mehr als Freundschaft? Oder? Ja. Also die waren mal ein Paar. Vor vielen, vielen, vielen Jahren. Also vor 20, 25 Jahren. Noch länger, glaube ich sogar. Also ich glaube, Udo hat nicht seine Frau betrogen. Also doch noch länger. Und sie hat immer noch irgendwo, sie hat viele gescheiterte Beziehungen hinter sich. Sie hat immer noch ein großes Herz für ihn. Und immer noch ein Empfinden für ihn. Und wenn er dann eben mal so sehr hilflos ist, ist sie eigentlich auch die pragmatischste, die da mit umzugehen weiß und keine Berührungsängste hat. Haben die anderen auch nicht, aber sie versteht es irgendwo. Hast du irgendwie schon eine eigene Erfahrung mit der Provinz an sich gesammelt und wenn ja, welche? Was verbindest du mit der Provinz? Ja, verschiedene. Natürlich ist man durch Dreharbeiten auch immer wieder an so welchen Orten. Ich bin in Bremen aufgewachsen, das ist auch jetzt nicht die größte Stadt. Aber es ist auch einerseits schön, weil es sehr familiär ist und jeder kennt jeden, was genauso Vor- und Nachteile natürlich haben kann. Und es ist halt auch schön, ja, doch. Ich bin total im Provinz-Heini. Ich bin in der Provinz geboren, in der Provinz gelebt ganz lange. Jetzt bin ich ins große Hamburg gezogen und gehe mit großen Augen darum und denke, au, 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 so ist eine Großstadt. Hei, hei. Berlin habe ich immer feuchte Achseln, total anstrengend. Wie viel Spaß hat es denn generell gemacht, so einen Choleriker jetzt einfach mal zu spielen und die Sau rauszulassen bei den Dreharbeiten? Das macht viel Spaß, aber ich hatte echt schlechte Nächte. Weil ich komme von diesem Kollegen, dann wieder runterzukommen abends, das ist eigentlich das Hauptproblem. Das heißt, ich lag irgendwie nachts immer noch auf 220 Volt und dann hatte ich irgendwann tiefe Ringe in den Augen. Also es hat Spaß gemacht, aber es war echt anstrengend. Hast du eine Lieblingsszene, an die du dich noch ganz besonders gern zurückerinnerst? Ich glaube, alles mit dem Frettchen fand ich schon sehr cool. Also, ja. Es gibt eine Lieblingssache, wenn meine sehr, sehr nette Kollegin Sarah das Frettchen sieht. Ich weiß nicht, ob ich spoilern, also ich meine es nicht wirklich spoilern, dass das Frettchen sieht und das Frettchen nicht erkennt als ein Frettchen und zu ihrem Bruder rennt, da ist so ein ekliges, langes Einhörnchen. Und das ist wirklich mein Humor. Es ist natürlich kein Einhörnchen, er sagt dann, es ist ein Eichhörnchen, aber es ist auch kein Eichhörnchen. Also meine Lieblingsszenen sind definitiv die zwischen Jan und seinem Vater. Also die finde ich emotional irgendwie einfach am interessantesten. Und eigentlich alles, was die Chaotentruppe macht. Ne? Also der Jan-Georg Schütte, der geht ja über Leichen, ne? Oder beziehungsweise springt ja in die Bresche und er ist ja sehr physisch. Und das finde ich sehr unterhaltsam. Das ist ein bisschen slapstickig. Manche mögen den Humor, manche nicht. Ich finde es sehr lustig. Aber ich fand auch die ersten Adam Sandler-Filme sehr gut. Muss ich zugeben.
Aber das ist jetzt schwierig, das zu über. Da gab es viele Szenen, die lustig waren. Ich glaube, vor allen Dingen muss ich immer lachen, wenn es darum geht, dass ich Rumflirty anmachen, körperlich anmachen soll und so, was man halt sonst selber privat nicht macht, dass man da schon manchmal lachen muss. Oder wenn man wegrennt, dass man dann irgendwie so rennt und währenddessen anfängt zu lachen und denkt, was mache ich eigentlich? Ja, ich glaube, ich mag sehr, ich glaube, in der ersten Folge, wo Klaas dazukommt und er dann irgendwie so einen kleinen Rucksack findet, den er, wo ich glaube, das ist eine Bombe drin, so ein Kinderrucksack. Und da stand im Drehbuch, dass ich ihm den wegreiße. Und da habe ich gesagt, ich möchte gerne dorthin springen, sozusagen fliegen und vor dem Ding landen. Das hat die Regie für uns halt in große Schwierigkeiten. Und dann haben wir es aber so gemacht. Das hat mir große Freude gemacht, wirklich zu fliegen und dann auf eine Matte zu landen. Aber das, ja, das war für mich meine Lieblingsszene. Es war schön, also wir waren ein schönes Ensemble und wir haben alle gut zusammengearbeitet und es hat Spaß gemacht. Und dadurch war es sehr homogen und dadurch konnte man auch, während man spielt, auch Sachen noch weiterentwickeln, weil es letztendlich auch Reacting ist und man sich darauf beziehen kann, was von dem Partner gegenüber kommt. Und das war schön. Simmering. Wir sind hier am Drehkreuz zur Welt. Ich hatte mein Leben unter Kontrolle. Verpiss dich! Du Arschloch! Jetzt sitze ich hier fest. Wegen ihm. Mein neuer Job? Bombe! Ein Witz. Meine Kollegen? Die Witzfiguren. Der Typ ist ausgerastet. Er hat Allah gerufen. Ich hab gesagt, Alter, lass mich los. Das war ein Witz. Terror kennt keinen Humor. Gestern ist mir einer ins Auto gefahren und jetzt ist hier auch noch Stress. Ich kann nicht mehr. Wir stehen hier alle mit einem Bein im Burnout. Ja, ne? Ja. Mein Name ist Jan Rothe. Und ich will hier weg. Check, check, die neue Serie. Ich stell dir eine Ablage hin, da kannst du all deine Kündigungen reinhauen. Okay? Okay. Jetzt kostenlos auf Join.